Ja, also wieder bei Hollow Knight. Beim letzten Mal haben wir zwei der Träumer sogar schon gefunden und wollen nun weiter hier durch die Nebelschlucht gehen, denn da gab es noch ein bisschen was zu erkunden. Und dann wollen wir doch mal gucken, was es da noch so gibt. So. Auf die linke Seite und dann hier irgendwo rein. Geh weg. Da. Nein. Kann ich nicht einfach da unten durch, wenn ich gerade. Oh, nice. Ich kann ein bisschen abkürzen. Praktisch. Ja. Praktisch. So, wo bin ich hier? Und weswegen konnte ich hier noch nicht. Ah, deswegen konnte ich hier nicht weiter. Nach oben geht's auch nicht, nach unten geht's auch nicht, also. Junge, was ist hier doch? Oh. Dann halt nicht. Na gut, dann wollen wir hier mal runter. Und gucken, was hier so ist. Gärten der Königin. Okay. Daran habe ich auch schon keine Erinnerung mehr. Da war wieder mal neuer Gegner. Schnell töten, bevor der irgendwas machen möchte. Ich meine, ich habe das Gebiet. Okay, das ist sogar ein neues Gebiet komplett. Und hier ist jetzt das Tor offen. Ah, okay. Und ich sehe, ich hätte hier. Oh, bin noch gar nicht geholt. Hier brauche ich auf jeden Fall auch erstmal das Trainer, um durchzukommen. Hätte ich auch von der Seite kommen können? Oder wäre das Tor dann zu gewesen? Na gut. Schauen wir mal, was die Gärten hier für uns bereithalten. Oh. So, nehmen wir uns noch ein ranziges Ei mit. Kann man vielleicht irgendwann mal wirklich sinnvoll gebrauchen. Ach, hi Cloth. Ja, winziger Krieger, du kommst auch, um deine Kräfte an dem abtrünnigen Stamm zu messen? Ein tödliches Pack, das in dieser Lichtung lebt. Als hätte ich mir einen von ihnen ferngehalten, doch du hast mir die Wahrheit gezeigt. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen, sonst werden wir von ihnen in den Knie gezwungen. Falls wir beide schaffen, können wir die Geschichten unserer Abenteuer austauschen. Das würde mich freuen. Es ist Zeit. Ich werde mich der Angst stellen. Nola wird stolz sein. Okay. Ach, guck mal. Wir haben wieder ein paar Mantisse. Aber diesmal keine, die uns wirklich respektieren, sondern uns einfach töten wollen. Und interessante Attacken drauf haben. Hier erstmal oben gucken. Ich gehe nicht oben gucken. Hey, könnte ich da irgendwie noch irgendwo hin? Nein. Wir gehen erstmal unten gucken. Hm, ne, hier ist auch nichts weiter. By the way, finde ich es sehr schön, wie da Sachen, die wir irgendwie da gerade mal von dem Gegner vielleicht getötet haben, auch einfach runterfallen. Also es verschwindet nicht einfach in den Hintergrund, sondern es ist immer noch Teil des Hintergrundes. So. Ah, verdammt. Nein! Ich bin leicht daneben gefallen. Oh, das war's schon. Okay. Ich habe irgendwie mehr erwartet, aber gut. Und Cornifer und eine Bank sind auch schon ganz in der Nähe. Ich brauche jetzt genug Geld für Cornifer noch. So. Wo du die schon wieder alles hinverläufst, mein Lieber. Ist ja echt nicht mehr feierlich. Hast du schon mal von Highlands Nest Königin gehört? Das heißt, diese Gärten waren früher Rückzugsort.
Jetzt krabbeln Wilde darin herum und die Pflanzen überwuchern alles. So ungastlich das auch sein mag. Ich habe meinen Aufenthalt hier genossen. Willst du meine Arbeit sehen? Gut, dass ich immer noch genug habe, immer. So, Gärten der Königin. Da hinten links konnten wir nicht entlang, aber wir können nach unten. Sogar mein Teleporter noch da hinten. Ah! Ah, guck mal, das ist die Verbindung zu dem... zur Pilzöde. Okay. Ob uns das noch irgendwie unten ins Tiefnest führt? Wer weiß. Ist das die Bank? Das ist meine Bank, ja. So. Schauen wir mal, ob hier hinten rechts noch irgendwie was ist. Kelle von Fera. Okay. So hat dich fasziniert, so viel zu entdecken. Wollen uns einen Augenblick auf den Weg machen, doch scheinen wir uns nicht auf eine Richtung einigen zu können. Und das hat zu einem... Entschuldigung. Zu einem rechten Streit zwischen uns geführt. Wir sollten wirklich aufhören, wegen solcher Kleinigkeiten zu zanken. Okay. Ich lasse euch mal da, wo ihr seid. Man muss jetzt auch nicht jeden Geist mitnehmen. Oder muss man das? Für ein Achievement oder so? Da kann ich auch nicht lang. Und da sollte ich auch nicht drauf fallen. Okay. So. Wow. Das habe ich gesehen. Verdammt. Nein! Da hat die mich genatzt, die Fliegenfalle. So. Meine Güte. Nein! Ich bin abgerutscht. So sollte es eigentlich laufen. Nope. So nicht, mein Lieber. Und irgendwas habe ich jetzt aufgemacht. Ich glaube, ich sehe auch schon was. Nämlich diesen Weg hier. Ich sehe schon, das werden jetzt ein paar schöne kleine Jump'n'Run-Passagen hier an den ganzen Stacheln immer vorbei. So, mal runter. Wir müssen jetzt natürlich jetzt gut aufpassen, nicht ein bisschen zu weit zu fallen. Kann ich da auch noch lang? Nicht zu schnell fallen. Na toll, jetzt habe ich da links irgendwie was verpasst, oder? Ich gucke mal, was hier rechts ist, weil das führt mich irgendwie in ein bekanntes Gebiet schon mal zurück. Zumindest finde ich hier wieder ein bisschen Geld. Ach, lass mich raten, ich konnte hier nicht hin, weil da Säure im Weg war. Ach, guck mal. Die neuen Gegner. Wir haben jetzt hier die fliegenden Mantisse gehabt, jetzt haben wir auch hier die kämpfenden Mantisse. Oh, beides ging eigentlich. Was haben wir denn hier? Schlüssel der Liebe. Oh. Das war jetzt aber mies von dir. Weißt du, ich will hier in Ruhe Gedanken lesen und du kommst einfach von hinten und haust mir deine Klauen ins Arsch. Zu lange zusammen. Wir werden eins. Ja, das ist nochmal ein Teil in der Stadt der Tränen mit dem Schlüssel der Liebe. Da gehen wir auch noch hin. Ach, guck mal. Was ist denn hier passiert? Vielleicht haben wir das Moosstreuen, das den die Krankheit verzehrt hat. Ja, irgendwas ist hier wohl passiert. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Tja. Irgendwas hat den wohl gar nicht so gut getan hier. So, dann erstmal hier wieder raus. Und nach links. I! Okay.
Wow, das war gut. Okay, dann sammeln wir mal. Das heißt, ich darf gleich eh nochmal hier hin zurück. So. Ah, hier unten dann weiter. Irgendwas habe ich gerade kaputt gemacht. Ich glaube, zur Not war es immer der Gegner. Moment. Na, so. Ich glaube, hier müssen wir auch... Ja, da nach links müssen wir wahrscheinlich gleich auch weiter. So, und jetzt wollen wir nochmal den ganzen Weg zurück, um zu lesen, was das Ding zu sagen hat. So die, keine Ahnung, die zwei Sätze. Da wollte ich nicht landen. So. Blätter in voller Pracht, bleiche Wurzel. Nein! Manchmal frage ich mich echt, was die Dinge eigentlich genau bedeuten sollen. Kann ich auch nicht so ganz identifizieren. Achso, Moment, ich hab noch einen. Nein! Ich wusste es. So. So. Sind wir sicher unten angekommen. Nein, oh, gut. Das war scheiße. Und plötzlich kommt da so eine Klinge angeflogen. Okay. Behaltet eure Klingen bitte für euch. Ich will die nicht. Nein! Jajajajaj! Dann springe ich ernsthaft einfach ganz billig daneben. Nachdem ich dieses wunderschöne Flugmanöver mache. Das war schon ein bisschen lame. Da ist noch eine Bank. Okay, nehme ich. Beschützt von ein paar... Oh, da geht's runter. Von ein paar Gegnern wollte ich gerade sagen und dann... falle ich einfach. Für alles muss man hier zahlen. Wäre ja irgendwann so trollig, wenn man zahlt und dann kommt... Ich habe sogar Musik. Da kommt einfach so eine kaputte Bank da raus. Ich könnte nach unten und ich könnte nach oben weiter. Was ist denn unten? So, weg mit dir. Au! Oh cool, der hat mir sogar noch ein paar Sachen gegeben. Au! Das habe ich da nicht kommen sehen. So sicher einfach nur irgendein Secret. Oder? Irgendwas Schönes erwartet mich hier unten. Zur Not... Immer Geld, wollte ich gerade sagen. Moment. Das ist nicht die Stelle, wo ich dachte, dass ich bin. Ich will schon mein Geld da oben haben. Kann ich bitte nicht immer da reinfliegen? Danke. Manchmal sollte ich mich echt ein bisschen besser anstellen. Aber spätestens, wenn ich hier nur noch mit einer Maske rumlaufe, dann gucke ich so jeden Schritt runter. Bevor ich da weiterspringe. Okay. Wir sind wirklich im Tiefnest rausgekommen. I. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Tramacho? Hi. Der Maskenmacher. Trägt ihr gerade heute Maske oder ist es ihr Gesicht? In Highlights kann es schwierig sein, das zu erkennen. Weiß es von dem Gesicht, das sich dahinter verbirgt? Welch bemerkenswerter Kontrast der Würm erschaffen hat. Okay. Wir haben seltsame Typen gefunden. Wow. Bitte Spinne.
Aber eigentlich wollte ich noch gar nicht ins Tiefennest, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich wollte ich noch die Gärten der Königin fertig erkunden. Und dementsprechend verpissen wir uns auch wieder. Es war wunderschön zwischen den Stacheln hochgesprungen. So. Gut, dass der Weg hier nicht allzu lang ist, um wieder rauszugehen. Aber dann wissen wir, dass wir da unten auf jeden Fall noch was zu suchen haben. So. Ach, hier ist eine Hirschkäferstation. Und mein Tod. Was ist hier vorne jetzt? Au, verdammt. Was sind diese... Ach, ihr Viecher. Schnell kaputt hauen. Au, verdammt, stimmt. Die können auch nach oben angreifen. Oder unten. Nein, geh weg. Lass das. Das sah cool aus. Aber bitte unterlasse dies in Zukunft. Und du auch. Aber da mich da nicht getroffen hat. Okay. Wunderschön, der fliegende Stachel. Wer kennt ihn nicht? Muss jeder mal gesehen haben. Die Hauptattraktion der Gärten der Königin. Oder so. Wow. Ich höre schon wieder Wasser. Ach, guck mal. Das war jetzt einfach nur ein guter Zufall, dass ich da gerade in die Richtung gelatscht bin. Geht da weiter? Nein. So. Wo ist jetzt meine Hirschkäferstation? Hier? Ah, ich erinnere mich. Autsch, übrigens. Hier schläft das Kind der Verräter. Erinnert euch noch daran, das hier, meine lieben Leute, ist die Stelle, an der wir die Blume bringen müssen. Und zwar von ganz, nicht da hinten, so. Von da hinten muss ich den ganzen Weg zu Fuß durch das gesamte Gebiet bis hierhin latschen. Ohne auch nur ein einziges Mal getroffen zu werden. Ob ich diese Quest mache, ich kann es euch nicht mit Sicherheit sagen. Wenn es irgendwie eine leichte Methode gibt, könnt ihr mir die gerne sagen. Außer sie beinhaltet Spoiler zu verschiedenen Talismanen, die wir noch nicht haben. Dann lieber erstmal noch nicht. Bis ich diese Talismane dann habe, aber... Ich glaube, das wird somit die... Ne, nach links muss ich immer noch. Für die... Bahn... Das wird somit die nervigste Sidequest, die wir in diesem Spiel machen werden. Weil da echt nur der kleinste Fehler... Naja, direkt heißt wieder, mach alles von Anfang. Da musst du den ganzen Weg dann nochmal laufen. Und das wird, glaube ich, nicht so witzig. Dementsprechend, wenn wir dann soweit sind, wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar. Okay, ich dachte, das kann ich irgendwie da im Hintergrund mal anschauen. Still waiting for... Hi. Meine Hirschkäferstation. Irgendwas erwischt mich doch eh gleich, oder? Nicht? Ich bin erstaunt. Da, verdammt. Oder bin ich hier schon wieder irgendwo falsch abgebogen? Nicht, dass es hier irgendwie groß viele verschiedene Wege geben würde, aber... Wahrscheinlich bin ich wirklich nur einfach falsch abgebogen.
stattdessen im Spinnenkönigreich gelandet. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein, eine Spinne zu erwischen. So, ist hier noch was? Nee. Wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder? Ganz da hinten. Ich weiß auch gar nicht mehr, weswegen ich überhaupt hier bin. Eigentlich bin ich einfach nur dem Weg gefolgt. Und plötzlich war ich hier. Da ist was. Wahrscheinlich nun wieder ein Ziegel von Heilandsnest oder ein Journal eines Wanderers. Gut drunter hergeduckt. Schon mir auch sehr witzig vor, wenn ich das Ding gerade aufheben möchte, mich runterducke und dann versuche mich die Pflanze über mir zu beißen. So, bin ich jetzt so langsam mal da? Geh weg. So. Hallo? Oh, cool. Brauche ich zwar nicht, aber cool. Oh. Mamu. Die Königin kommt. Ich habe so lange gewartet. Jetzt ist sie fest. Ich will mich jetzt König platzen. Ich habe mich beschützt mit deiner heiligen Garde. Ich habe immer beschützt und bald kommt die Königin und bringt mir das Fliegen bei. Wir gemeinsam warten, Fremder. Wollen wir spielen? Okay. Was kannst du erstmal, ist jetzt die Frage. Auf mich drauffallen. Au! Hallo, gehst du mal weg? Ich glaube, in der Ecke bin ich halbwegs sicher. Alter! Der einfach direkt wieder runtergeflogen kam. Ich glaube, in der Ecke bin ich noch mit am sichersten. Sagt er und wird erstmal getroffen. Help! Geh weg! Geh weg! Auch wenn das irgendwie witzig ist. Und ein bisschen knuffig vielleicht. Aber schön, dass ich manchmal einfach nicht wegschlagen kann. Okay. Hätten wir das. Puh. Oh, Fremder, du bist stark. So viel stärker als ich. Ich habe lang genug gewartet, Fremder. Ich habe lang gekämpft, Fremder. Ich bin sehr, sehr müde. Die Königin wird bald hier sein und ich muss einfach ein wenig schlafen. Weck mich auf, wenn die Königin ankommt, Fremder. Vielleicht bringt die Königin uns beiden das Fliegen bei, Fremder. Das wäre schön. Findest du nicht? Ich hätte, glaube ich, auch hier ein bisschen länger gewartet. Oh, 200 Nummer. Schützer von Wurzel und Blatt, wir ehren dich. Komme ich jetzt zu meiner Hirschkäferstation? Eigentlich suche ich nur die ganze Zeit. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwie voll die Secret-Station hier, oder wie? Ah, da bin ich jetzt gelandet. Was hast du zu sagen? Keine Sorge, ich habe das gefunden. Das Hirschkäfernest, in dem ich geboren und aufgezogen wurde. Noch bin ich nicht dorthin gegangen. Ich bin verpflichtet, nur an die Orte zu reisen, an die man mich zu reisen bittet. Aber wenn du es selbst sehen möchtest, kann ich dich dorthin bringen. Keiner wird dort sein, um uns willkommen zu heißen. Aber das Nest ist dennoch ein unvergesslicher Anblick. Sag mir Bescheid, wie ich dorthin gehen. Genau, jetzt haben wir auch hier unten das Hirschkäfernest. Und damit haben wir alle Gebiete gefunden. Oder alle Hirschkäferstationen. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Ich müsste da ganz oben noch einmal irgendwo hin. Das gucken wir uns eben noch schnell jetzt an. Wobei, Moment. Da ich eh gerade an der Hirschkäferstation bin, mache ich hier eben den neuen Teleporter hin. So. Den einen Gang da oben gucken wir uns jetzt eben noch an. Ja, noch weiter hoch. Wow. Und zwar jetzt hier hoch, ne?
Genau, hier bin ich nämlich noch nicht lang gegangen. Wahrscheinlich ist hier auch irgendwie nur eine Kleinigkeit oder so. Das sieht nach ein bisschen Jump'n'Run aus für irgendeine Belohnung. Wo ich immer wieder von vorne anfangen muss, wenn ich verkacke. Challenge accepted. Zack, 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 zack. Aha, aha. No! Na, zumindest nicht ganz von vorne. Ich vergaß, dass ich nicht durch die Dinger durchspringen kann. Manchmal vergesse ich auch das noch. Irgendwo da ganz oben schon wieder. Guck mal, jetzt renne ich hier auch durch. Aber ich möchte mich erst da hinten umschauen. Das heißt, ich hätte ja auch schon sehr viel früher hingehen können, oder? Hätte ich das? Ich glaube schon. Au. Ich weiß nicht, was mir das jetzt groß gebracht. Habe ich sie getötet? Ich glaube, ich habe es einfach gegen die Stacheln gerammt. Autsch. Ja. Wow, ich krieg's mir sogar noch ein zweites Mal getroffen. Und ein drittes Mal. Na, viertes Mal noch? Nee. Man muss es nicht übertreiben. Okay. Was haben wir jetzt hier oben noch? Ich glaube, ich weiß, was mich hier oben noch erwarten wird. Ich bin wieder im grünen Weg. Okay. Ach, da unten. Oh. Ich glaube, das machen wir dann im nächsten Part von hier aus weiter. Das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.